Hallo, ich grüße euch. Ich bin Rainer Obertür und lese euch heute nach der Ostererzählung, die ihr vielleicht schon kennt, ein weiteres biblisches Bilderbuch von mir vor. Und Bilder sind natürlich auch dabei. Jahr für Jahr feiern die Christen drei große Feste. Weihnachten kennt jeder. Dabei gäbe es das gar nicht ohne das wichtigste Fest, ohne Ostern. Ja, und was ist das dritte Fest? Davon hörst du nun in der Pfingsterzählung. Was feiern wir eigentlich am Pfingstfest, Papa? Das dritte große Fest der Christen nennen wir Pfingsten. Ohne Weihnachten und Ostern gäbe es das nicht. Pfingsten heißt der 50. Tag, denn das Fest ist immer 50 Tage nach Ostern. Und was haben die drei Feste miteinander zu tun? Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu. Gott macht sich ganz klein, wird Mensch und kommt zu uns auf die Welt. Ostern feiern wir den Tod und die Auferstehung Jesu, weil er die Menschen, das Leben und den Frieden liebt, wird Jesus getötet. Doch er lebt weiter bei Gott und schenkt uns Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Pfingsten feiern wir die Geburt der Kirche, also der Gemeinschaft der Christen. Der Heilige Geist kommt zu allen Menschen, die zu Gott und Jesus gehören, und erfüllt sie mit Mut und Freude. Das verstehe ich nicht. Was ist denn der Heilige Geist? Gott ist doch kein Gespenst. Nein, da hast du recht. Mit Gespenstern hat der Heilige Geist überhaupt nichts zu tun. Die Wörter der Bibel für Geist bedeuten in unserer Sprache Atem, Wind und Hauch. Man kann sagen, der Heilige Geist ist Gottes Lebensatem in uns. Dieser Geist belebt uns, bewegt uns und befreit uns. Aber ich glaube, ich muss von vorn anfangen, damit du es besser verstehen kannst. Schon ganz am Anfang der Bibel wird erzählt, als die Welt, also unser ganzes Universum, geboren wird, ist Gottes Geist schon da. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war Wüste und Leere, Irrsal und Wirrsal. Finsternis lag über der Urflut, aber über dem tiefen Wasser schwebte hin und her der Lebensatem, der Geist Gottes. Da sprach Gott, es werde Licht, und das Licht war da. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott trennte das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, ein erster Tag. So wird in einem wunderbaren Gedicht von 7 Tagen der Schöpfung Gottes erzählt. Heute wissen wir, damit ist kein Tag mit 24 Stunden gemeint. Jeder Tag meint eine Ewigkeit für uns. Gottes Schöpfung entstand in mehr als 13 Milliarden Jahren. Unvorstellbar langsam ließ Gott alles werden und entstehen, das eine aus dem anderen und alles aus der Hand Gottes. Und erst am Ende gab es uns, der Mensch kommt auf die Welt, von Gott geschaffen und geliebt. Und du und ich gehören dazu. Was erzählt denn die Bibel über die Entstehung des Menschen? Gleich zweimal wird vom Anfang von Welt und Mensch erzählt. Im Gedicht von der Schöpfung entsteht der Mensch am 6. Tag durch das Wort Gottes. Gott schenkt ihm seinen Segen und darin ist der Geist Gottes verborgen. Gott macht die Menschen lebendig und gibt ihnen die Kraft zu leben. Die zweite Erzählung von der Erschaffung der Welt ist noch älter als die erste. Hier formt Gott den Menschen aus Staub. Und so wird hier vom Geist Gottes erzählt. Als Gott Erde und Himmel machte, gab es noch nichts Grünes auf der Erde. Kein Regen von oben und keine Menschen, die das Land bebauten. Doch Feuchtigkeit stieg von der Erde auf und tränkte den ganzen Boden.
Da formte Gott den Menschen aus dem Staub der Erde und hauchte in seine Nase den Lebensatem, den Geist Gottes. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Aber Gott ist doch kein riesiger Töpfer, der die Menschen aus Erde knetet und dann in sie hineinpustet. So war das doch bestimmt nicht. Das stimmt. Die Bibel spricht oft in Bildern, die nicht wörtlich gemeint sind, aber eine tiefe Bedeutung haben, über die wir nachdenken können. Das Bild vom Töpfer will zeigen, dass der Mensch von Gott kommt. Und überall, wo Leben entsteht, ist der Geist Gottes dabei. Und was hat Jesus mit dem Heiligen Geist zu tun? Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Von seiner Mutter Maria wird er geboren, doch er kommt von Gott. Die Bibel erzählt, der Heilige Geist kam zu Maria und Maria hat Jesus zur Welt gebracht. Dieses Wunder und Geheimnis kann kein Mensch verstehen und auch bei der Taufe Jesu wird vom Geist erzählt. Als Johannes der Täufer in der Wüste predigte und taufte, kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu ihm und ließ sich von ihm in dem Fluss Jordan taufen. Kaum war er aus dem Wasser wieder aufgestiegen, da sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Geist Gottes auf ihn wie eine Taube herabkam. Und er hörte eine Stimme, die vom Himmel her rief: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude. Jesus war ganz mit der Liebe Gottes erfüllt. Er hat uns gezeigt, auch wir tragen in uns einen Funken des göttlichen Lebens. Der Heilige Geist, das ist der Gottesfunke in uns. Wenn wir das erfahren und verstanden haben, müssen wir es einfach weitersagen. Dazu fordert Jesus seine Freunde und auch uns am Ende seines Lebens auf. Geht hin zu allen Völkern und lasst alle Menschen meine Freunde werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gebt weiter und haltet wach, was ich euch erzählt und aufgetragen habe. Vergesst niemals, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Erzählt die Bibel denn auch etwas von Pfingsten? Ja, natürlich. Und diese Geschichte wirst du jetzt besser verstehen können. Nach der Kreuzigung waren alle Jünger und Freunde Jesu, Frauen und Männer, ganz traurig. Jesus war tot und alles schien für immer vorbei. Doch dann erfuhren und verstanden sie nach und nach, Jesus ist weiter da, ist auferweckt vom Tod, ist zum Himmel aufgestiegen zu Gott und bleibt doch ganz nah bei uns. Die Erfahrung der Auferstehung muss ein starkes Erlebnis gewesen sein. Nichts war mehr wie vorher. Die Jesusjünger feierten einen neuen Anfang und wurden eine Gemeinschaft. Nun begann die Geschichte der Christen. Und dann muss wieder etwas ganz Ungewöhnliches geschehen sein. Am 50. Tag nach dem Pascha-Fest, dem Pfingsttag, waren die Apostel und die Jüngerinnen mit der Mutter Maria und den Brüdern Jesu zusammen am gleichen Ort. Da hörten sie plötzlich vom Himmel her etwas wie einen heftigen Sturm heranbrausen, der erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und sie sahen, dass auf sie Zungen wie Flammen herabkamen. Sie verteilten sich auf jeden von ihnen. Da wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, so wie der Heilige Geist es ihnen eingab. In Jerusalem wohnten Juden aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sie den Lärm und das Stimmengewirr hörten, staunten die Leute, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Fassungslos sagten sie, sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? In vielen Sprachen hören wir sie von Gottes großen Taten erzählen. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Einige fragten sich, was hat das nur zu bedeuten? Andere spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Da trat der Apostel Petrus vor und sprach mit lauter Stimme, hört auf meine Worte, die Menschen sind nicht betrunken. Heute ist wahr, was der Prophet Joel uns gesagt hat. Am Ende der Zeiten
so spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen der Erde ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter wie die Propheten reden. Die jungen Menschen werden schauen, was noch kommen wird. Die alten Menschen werden Träume haben. Und jeder Mensch, der den Namen Gottes anruft, wird gerettet werden. Das ist aber eine merkwürdige Geschichte. Vom Himmel kommen Zungen aus Feuer? Was soll denn das alles bedeuten? Diese Geschichte ist wie ein wunderbarer Traum. Was dort wirklich passierte, ließ sich sicher gar nicht in Worte fassen. Da brauchte man ungewöhnliche Bilder. Die Menschen haben ein Wunder erlebt. Alle reden in verschiedenen Sprachen und dennoch verstehen sich alle. Stell dir vor, es treffen sich heute Menschen aller Länder, jeder spricht in einer anderen Sprache und dennoch verstehen sich alle wunderbar. Das kann kein Mensch mit dem Kopf allein begreifen. Das Herz und die Seele müssen helfen zu verstehen. Du hast vielleicht schon mal gehört, wie von jemandem gesagt wird, er ist ganz Feuer und Flamme. Ja, das soll doch heißen, dass er etwas total gut findet und davon ganz begeistert ist. Genau, du hast es selbst herausgefunden. Begeistert. Da ist er wieder, der Geist, der überhaupt kein Gespenst ist. Auch die Bilder von den Flammen und Feuerzungen sollen zeigen, die Menschen sind ganz erfüllt vom Heiligen Geist und reden voller Begeisterung. Alle verstehen einander und sind ganz bei sich und bei Gott. Der Traum von der großen Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wird wahr. Die Erzählung von Pfingsten erinnert mich an die Geschichte aus der Bibel von der Stadt und dem großen Turm, den die Menschen bauen wollten. Die hast du mir mal in den Ferien in der großen Stadt erzählt, als ich zum ersten Mal riesige Wolkenkratzer gesehen habe. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie Menschen so große Häuser bauen können. Ja, diese beiden Geschichten haben miteinander zu tun. In einer der ersten Bibelgeschichten lesen wir die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Da wird erzählt, die Menschen entdecken ihre Möglichkeiten und wollen einen Turm bauen, so hoch, dass er bis in den Himmel reicht. Sie wollen sein wie Gott und ihm ganz nah sein. Doch sie sind nicht frei. Ihnen fehlt die Gemeinschaft. Jeder arbeitet nur für sich. Sie verstehen sich immer weniger, sprechen nicht mehr dieselbe Sprache. Der Turmbau scheitert und die Menschen zerstreuen sich über die weite Welt. Nun spricht jedes Volk seine eigene Sprache. So ist es bis heute. Die Pfingstgeschichte gegen Ende der Bibel erzählt die Turmgeschichte vom Anfang auf wunderbare Weise weiter. Die Menschen sprechen verschiedene Sprachen und doch erleben sie die Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Gott will uns einmalig und verschieden, und doch sind wir vor Gott alle gleich. In Gott sind wir Menschen eins. Denn jeder Mensch hat Gott in sich. Und Gott in uns, das ist der Heilige Geist. Und wie ging die Geschichte der ersten Christen weiter? Der Apostel Petrus hielt eine große Rede. Wir nennen sie heute die Pfingstrede. Er sprach: Israeliten, hört auf meine Worte. Jesus aus Nazareth tat viele machtvolle Wunder und Zeichen in eurer Mitte. Im Namen Gottes und durch die Kraft Gottes. Er wurde von Verbrechern ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn vom Tod auferweckt. Er kennt die Wahrheit. Gott hat Jesus zum Herrn und Erlöser gemacht. Diese Worte trafen die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten: Was sollen wir tun? Petrus antwortete: Kehrt um, ändert euer Leben und lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen. Dann wird euch die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt. An diesem Tag wuchs ihre Gemeinschaft um 3000 Menschen. Sie hielten sich treu an die Worte der Apostel, brachen im Mahl das Brot und beteten gemeinsam. Voller Staunen sahen sie die vielen Wunder und Zeichen der Apostel. Die Gläubigen hielten eng zusammen und besaßen alles gemeinsam. Sie verkauften ihren Besitz und teilten alles miteinander. Jeder bekam so viel, wie er zum Leben nötig hatte. Tag für Tag beteten sie im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und aßen miteinander mit frohem Herzen. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und Gott schenkte ihrer Gemeinde jeden Tag neue Menschen.
So entstand das Christentum. Die Gemeinschaft der Christen wurde immer größer und breitete sich über die ganze Welt aus. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und der Geburt der Kirche. Die Christen glauben an den Heiligen Geist, der in den Menschen ist. Wenn ich also ganz glücklich bin und Gott ganz nah bei mir spüre, dann ist das sozusagen der Heilige Geist? Ja, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die von Anfang an bei dir ist, die dich leben und groß werden, staunen und fragen lässt, die du dir nicht verdienen musst, sondern umsonst geschenkt bekommst, die dich verändert und dir Mut und Stärke schenkt, die dich hoffen und vertrauen, Glück erfahren und Leid ertragen lässt, die dich mit anderen Menschen zusammenbringt und sie lieben hilft. Der Heilige Geist verändert aber auch die Welt um dich herum, lässt sie sich entwickeln und zu einer besseren, gerechteren Welt werden. Denn Gott hat die Welt nicht nur erschaffen und lässt sie dann allein. Mit Jesus ist Gott selbst in unsere Welt gekommen. Im Heiligen Geist ist Gott immer bei und in uns. Denn Gott zeigt uns seine Liebe als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn das so ist, Papa, dann ist das beste Wort für Gott doch eigentlich Liebe. Das beste Wort, um Gott zu erfahren, zu verstehen und zu sehen. Ja, das war die Pfingsterzählung. Schön, dass ihr dabei wart. Und mir bleibt jetzt nur noch euch ein schönes Pfingstfest zu wünschen.